Hi und herzlich willkommen zur nächsten Fiederrunde jetzt im Frühjahr. Es soll mal wieder auf Brasse gehen. Ich werde mir jetzt die sehr flachen Bereiche im See raussuchen, weil ich hoffe, dass sich die Brassen und Weißfische da reinziehen. Mal schauen, ob was geht. Also Film ab. Scharf, alles ist im Wasser. Ich habe 5 Futterkörbe angefüttert, immer ein Ziel in der Ferne angeworfen, mit dem Schnurclip gearbeitet, sodass der Futterkorb immer an einer Stelle direkt runterkam. Die Rute habe ich so hingelegt, dass sie in einer Flucht liegt mit 3 Wasserpflanzen, die dahinter stehen. Die Wasserpflanzen sind sozusagen für mich eine Bissanzeigekontrolle, gucken ziemlich senkrecht aus dem Wasser. Und das vereinfacht mir einfach fürs Auge die Kontrolle, ob was beißt oder nicht. Es ist 1000-mal schwerer, wenn die Rutenspitze nur auf die Wasseroberfläche zeigt, die sehr wellig ist, oder ins wilde Gestrüpp. Da hat man nicht so eine gute Kontrolle fürs Auge. Wenn was passiert, mache ich die Kamera an. Und dann würde ich sagen, vielleicht bis gleich. I was out there alone, moving from station to station. I've been searching for the right one. So, ich glaube, ich habe die Fische am Platz. Eine Made ziemlich ausgelutscht. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Futterkorb voll machen. Nächste Runde. My perfect love. You were out there going so long. You've been running with the wild ones. You were ready for. So, wir fangen erstmal klein an. Tada! Die erste Rotfeder haben wir. Something more. Was Kleines dran. Wieder eine Rotfeder. Also ich habe jetzt mal auf Made Wurm gewechselt und ich glaube, das ist der Erfolgsköder heute. Werde ich jetzt mit weitermachen und die Rotfedern beißen wie irre. Mal gucken, was noch so kommt. Freunde, mehr gut zappen. Wird aber auch wieder was Kleines sein. Sehr schön, aber es läuft doch. Ich habe die Fische am Platz. Oh, etwas hochrückiger. Etwas hochrückiger. Könnte kleine Brasse sein. Warum eine große Rotfeder? Nee. Oh, eine schöne Rotfeder. Eine schöne Rotfeder. Sehr schön. Die ist doch schon mal besser. Sehr schön. Ja, das war die Einheitsgröße am heutigen Tag. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, Daumen nach oben. Ich verlinke euch mal hier oben in der Ecke meine Vlog-Playlist, als auch unten rechts das letzte Video vom Angeltrip, das erste Feeder-Video. Bis dahin, macht's gut, alles Gute.